Da waren alle ein bisschen aufgeregt, als bekannt wurde, dass Josh im Raiffeisen-Forum die 6. Mühlinger Krimi- und Literaturnacht mit seinem Sommerhit Cordula Grün gesanglich eröffnet. Danach starteten 8 namenhafte Autoren mit ihren Lesungen an verschiedenen Orten in der Stadt. Das Genre Krimi geht seit Jahren sprichwörtlich durch die Decke und die Mödlinger Kriminacht hat sich parallel dazu zum absoluten Publikumsmagneten entwickelt. Zur 6. Auflage der Krimi- und Literaturnacht waren viele Lesefreunde gekommen und konnten dabei den hautnahen Kontakt mit Autorinnen und Autoren genießen. Ein nettes Gespräch oder ein persönliches Autogramm mit dem Künstler gehören nämlich in Mödling zum gemeinsamen Erlebnis von Krimi-Literatur einfach dazu. Das Konzept ist relativ einfach. 8 verschiedene Autoren, Autorinnen lesen zeitversetzt an verschiedenen Stationen, sodass niemand etwas versäumen muss oder will, wenn es nicht der Fall sein soll. Ja, also er kann von Anfang an dabei sein oder jemand kann auch erst bei der 2. oder 3. oder auch bei der letzten Station kommen und zuhören. Es wird jetzt schon früher dunkel, das heißt auch passend für Krimi-Lesungen wird es auch gruselig? Das kommt immer auf die jeweiligen Schreiber an. Natürlich ist es manchmal gruselig, ja, manchmal wie gesagt, die Krimi ist ein sehr weites Feld mittlerweile. Ja. Es muss auch nicht unbedingt immer gemordet werden bei einem Krimi, sondern es geht auch um die Spannung, die der Schreiber jetzt im Leser erzeugen kann, ja, durch irgendwelche Plots oder obskure Figuren, wie auch immer. Wenn man sich die Autoren und Autoren anschaut, zuhört, dann ist es mittlerweile die Creme der österreichischen Krimi-Literatur. Für den musikalischen Einstieg in die Lesenacht konnte heuer der Singer-Songwriter Josh gewonnen werden, der gerade mit seinem Hit Cordula Grün für Furore sorgt. Mittlerweile ist Cordula Grün der Sommerhit geworden. Sie sind aber trotzdem gekommen? Ja, natürlich, weil das ganz klar ist, wenn ich etwas zusage, dann komme ich auch. Und dass das dann halt ja dazwischen so groß wird, konnte ja keiner wissen. Und Peter Pauswig hat mich schon einmal gebucht vor 2 Jahren für die Kriminacht. Da habe ich in einem Lokal irgendwie so alleine ein bisschen gespielt. Und ja, dann denke ich mir, wenn es wieder gewünscht war, dann komme ich natürlich. Zum ersten Mal, wie ich Josh gehört habe, habe ich gar nichts damit anfangen können. Aber dass das dann Cordula Grün ist mit dem Sommerhit, ja, hat mich natürlich beeindruckt, weil er hat mich dann schön gesehen. Also ich bin begeistert, mir taugt das Lied voll. Kriminacht bot auch in diesem Jahr eine feine Mischung aus etablierten Autoren und aufstrebenden Talenten. Da bekam man Lust aufs Zuhören und natürlich aufs Lesen. Es wird viel zu wenig gelesen und das ist auch irgendwo ein Grund, warum ich das ins Leben gerufen habe, weil ich mir denke, ja, Bildung, zur Bildung gehört Lesen dazu. Bildung ist immens wichtig, gerade in diesen Zeiten wird es immer wichtiger und wichtiger und je mehr man Bescheid weiß und auch bei Krimis kann man sehr viel Politisches erfahren und was wichtig ist für im Leben. Ja,